Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Minecraft GT. Ich habe so ein bisschen an den Soundeinstellungen jetzt durch den Umzug mal auch ein bisschen gespielt und nehme jetzt ein bisschen anders auf. Deswegen würde ich euch bitten, sagt mal, ob es jetzt besser oder schlechter klingt als vorher. Ich werde es mir nachher natürlich auch nochmal antun. Aber ich werde diese Aufnahme erstmal komplett durchhasseln. Wo sind wir stehen geblieben? Ich habe wieder keine Ahnung. Ich glaube, wir haben Strom gebaut für hier. Der ist voll. Genau, wir wollten... Ich glaube, wir wollten das Ding hier bauen. Dafür hatten wir, glaube ich, hier was reingelegt, wenn ich mich recht entsinne. Genau, okay. Dann machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar die da. Chashing. Fertig. So. Dann hätten wir gerne das hier. Latex. Dann schauen wir mal, dass wir das da hinten nochmal hinbauen. Und dahin. Okay. Sitz, hat Luft, hat Platz. Alles easy. Okay, was brauchen wir dafür? Hoppala, nochmal falsch. Hier müssen wir rein. Also wir brauchen eine Goldgear, zwei Iron. Zwei Goldgear, ein Iron. Zwei Iron. Nicht eins, sondern zwei. Zwei Goldgear. Dann brauchen wir eine Gold... wir brauchen eine Goldgear. Entschuldigung. Goldgear. Ja. Okay. Meine Waschmaschine ist fertig. Die bimmelt mal wieder rum. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat. Ja, was gibt es so Neues? Also Umzug ist, wie gesagt, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, komplett durch. Am Dienstag übrigens. Heute ist der 15.06. Bedeutet, heute ist, glaube ich, die Aufnahme für Montag, für den 17., wenn ich mich recht entsinne. Und bedeutet, wir machen eigentlich zwei Folgen. Na, wir machen nur eine. Wir machen morgen nur eine. Genau. Sorry, ich bin jetzt wieder ein bisschen verwirrt. Moment, bevor wir jetzt hier weiter verwirrt rumlaufen. Wir machen also danach noch eine. Müssen wir ja. Gut gedrungen. Stopp. So. Das kommt da rein, das kommt hier rein. Jetzt aber nochmal. Nein, schon wieder falsch. Also, am Dienstag, was ist denn das dann? Den 17., nee, 18., Entschuldigung, 18., kommt die Küche. Ich habe mir eine komplette Küche bestellt und die kommt am Dienstag und somit können wir auch wieder kochen. Also wir kochen jetzt natürlich aktuell immer noch oder schon, ne? Also wir kochen schon halt ein bisschen anders als sonst, also nichts aus dem Backofen, nichts vom Herd, nichts vom, ne? Sowas. Aber damit komme ich relativ gut klar. Mein Sohn auch. Und von daher glaube ich, alles in Ordnung. Alles prima. Vielleicht haben wir auch noch welche drin. Mit Dunstabzugshaube, mit Waschmaschine, nee, mit Spülmaschine, mit allem drum und dran. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Arbeitsfläche als vorher. Das ist auf jeden Fall geil. Wir hatten vorher relativ wenig Arbeitsfläche und tatsächlich freue ich mich da wirklich drauf, dass wir ein bisschen mehr Arbeitsfläche haben. Was ich mir noch bestellt habe, ist, wir haben ja jetzt die Waschmaschine von Robo... Robo Rock. Genau. Also wir haben die Theo One. Robo Rock Theo One. Die haben wir jetzt im Einsatz, beziehungsweise die läuft auch prima. Also ich muss sagen, es dauerte oft manchmal, fühlte Deutsch.
oft manchmal lange. Und also die ist schon, sie ist schon am Arbeiten, die kleine Maschine. Ich muss aber sagen, ich habe auch meine komplette Wäsche jetzt komplett gewaschen. Heißt also, alles, was ich in den Kleiderschrank gerade tue, ist gewaschen. Ich wollte nichts Ungewaschenes in den Kleiderschrank schmeißen. Und deswegen läuft die jetzt seitdem die ist gerne gekommen ist, also seit Dienstag, Mittwoch, läuft die jetzt eigentlich durch. Ne? Also. Und von daher alles gut. Sie macht ihren Job gut. Sie kriegt das alles gut hin. Und wie gesagt, das ist Waschtrockner, beste, was ich machen hätte können. Wirklich, also Liebe, ganz große Liebe. Ganz großes Liebezeichen einmal so hochhalten. Also das ist wirklich ein Traum. Also es ist wirklich ein Traum. Ja, ich hatte früher schon einen Trockner. Und ja, ich weiß, wie das ist. Ich glaube, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach, wieder eine zu haben. Und ja, Schnellprogramm übrigens eine Stunde, ne? Also waschen, trocknen für 4-5 Teile, gar kein Problem. Eine Stunde kannst du es wieder anziehen. Das ist eigentlich relativ cool. Jo. Kann sein, dass es ein bisschen leckt bei euch und auch bei mir. Ich bin im Hintergrund gerade noch am Rendern. Wir müssen langsam so ein bisschen, oder ich muss langsam ein bisschen wieder Folgen aufholen. Wir sind alle ein bisschen sehr knapp bemessen aktuell. Deswegen gebe ich gerade ein bisschen mehr Gas als sonst. Okay. Ich hätte nämlich immer gern so ein bisschen Vorsprung. Ja, also. Dienstag kommt also meine Küche. Quanta kostet 2.500 Euro. Ohne Elektrogeräte. Bis auf die Dunstabzugshaube. Alles andere hatte ich noch hier. Oder habe ich hier. Ich habe den alten Ofen mitgenommen. Die Spülmaschine haben wir auch, die alte noch, die kommt aber auch demnächst weg, weil die ist wirklich Schrott. Also die ist wirklich Schrott. Leider. Da ist auch nicht viel zu retten. Also unwahrscheinlich, dass da irgendwas zu retten ist. Die ist halt, wie alt ist denn die? Ich glaube 7, 8, 10, warte mal. Ab 10 Jahre müsste die jetzt alt sein. Ja, irgendwas um die 10 Jahre müsste es sein. Deswegen, da kommt auf jeden Fall was Neues irgendwann, aber jetzt erstmal das. Ja, was habe ich noch bestellt? Von der Robo, das wollte ich gerade eben eigentlich sagen, von Roborock habe ich mir jetzt noch einen Staub- und Wischroboter gekauft. Und zwar den, jetzt muss ich selbst gucken, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Aber ich wollte tatsächlich jetzt wirklich einmal komplett Tabula Rasa machen. Ja, ich habe viel, viel Geld ausgegeben, leider. Aber okay. Ich habe den Roborock F7 Max V Ultra bestellt. Heißt also, nicht die neueste Version, sondern die ältere. S8 gibt es jetzt auch. Aber diese 500 Euro nur dafür da, dass er vorne ein Wischmob und ein Dingfunks ausfahren kann, wollte ich jetzt nicht ausgeben. Aber ja, bekanntermaßen zwei Katzen. Ja, ich möchte hier gerne täglich, beziehungsweise spätestens alle 2 Tage, dass das Ding hier durchfährt, dass es ein bisschen sauberer ist und bleibt, vor allem bleibt. Aktuell gucke ich wirklich schon sehr drauf, wie dreckig oder sauber es ist. Also aktuell fährt ein Ei-Robot noch hier durch die Gegend. Die super alte Version, das war so einer der ersten Saugrobotoren, die es damals im Markt gab. Die habe ich mir ziemlich direkt am Anfang gekauft. Und ja, das Ding düst hier durch die Bude. Und er macht seinen Dienst. Also das muss ich schon sagen. Er macht auf jeden Fall seinen Dienst. Aber er wischt halt nicht. Das ist das Erste. Und er ist halt wirklich alt. Also er ist wirklich alt. Er fährt halt wirklich überall gegen. Er hat keine wirklichen Sensoren. Also die Sensoren sind, okay, hier ist eine Wand, hier bin ich jetzt gegengefahren. So sind die Sensoren. Und ja, es ist nicht so schön, muss ich sagen. So, deswegen kommt da was Neues. Oder muss da was Neues hin? Oder sollte was Neues hin? Dann hat der Michael. Hallo Michael.
Hat mir noch einen Kommentar da gelassen. Und zwar, die Iron Furnace gab es ein Energie-Upgrade oder Factory-Upgrade, damit man das auf RF umstellen konnte. Das ist so richtig. Aber die Iron Furnace hatten wir hier, glaube ich, gar nicht. Die Iron Furnace hatten wir hier leider nicht drauf. Also wir haben hier keine Furnace drauf. Nämlich die habe ich genau gesucht. Warte mal, erzähle ich jetzt gerade Bullshit? Moment. Nicht, dass ich jetzt doch Bullshit erzähle. Nein. Genau, die Furnace gibt es nämlich hier nicht. Die habe ich nämlich eigentlich tatsächlich auch gesucht. Und ich meine, oder ich wusste, dass es da auch ein Upgrade für gab. Aber da es die Furnace hier nicht gibt, müssen wir uns was anderes überlegen. Okay. Also, mal schauen. Vielleicht finde ich irgendwann mal irgendwas. Aktuell habe ich keine große Idee. Die Idee ist jetzt tatsächlich immer noch einfach hier hinten die Kohle reinzupumpen und gut ist. Ja. Vielleicht wirkt es nicht. Mal schauen. Aber soweit sind wir noch bei weitem nicht. Erstmal gucken, dass wir jetzt hier die... Oh, das sind so lange heute. Erstmal gucken, dass wir hier die Maschinen fertig bekommen. Genau, das nächste Ziel ist eigentlich der Builder. Der Builder ist so das Ziel aller Ziele gerade. Das haben wir nämlich alles. Von daher können wir da eigentlich loslegen. Was wir machen könnten ist... Tada! Gehen da. So, dann geht das ein bisschen schneller, ne? Hier haben wir nämlich 4 Stunden drin. Von daher dürfte das doch eigentlich ganz gut sein. Wir holen hier nochmal schon mal Oak raus, dass wir das dann danach hinstellen könnten. So, einmal steht auch bereit. Auf geht's. Raus mit dir. Latte. Und. Ey! Okay, wir hätten noch richtig lange gewartet, muss ich gerade mal feststellen. Wir hätten ja noch richtig lange gewartet. Kann das sein, dass das Distributed Oak weniger macht? Egal. So. Okay. Er legt los und haben dann auch das fertig. Wir machen 60 RF den Tick. Nicht schlecht, recht schlecht. Okay. Wir haben die erste Maschine fertig. Somit können wir hoffentlich... So. Der fehlte noch. Versucht. Da fehlt noch was. Wie kriegen wir... Achso, das war... Warte mal, hatten wir die nicht sogar schon gemacht? Wait. Das da. So. Die hatten wir schon. Okay, 4. Das und ein Block auf Lapis. Lapis. Ein Block aus Lapis. So, das einmal raus. Das rein, das rein, das rein. Und da wird schon gebrannt. Dann haben wir die Machine Frame. Okay. Scheinbar keine Quest. Scheinbar keine Quest. Na gut. Ist aber auch egal. So, und dann haben wir den. Nein! Doch nicht den Bilder. Es fehlt noch was. Das da. Und die Enderperle. Okay. Das wundert mich jetzt tatsächlich. Okay, wir laufen mal ganz kurz rüber und gucken, ob da noch ein paar Enderperlen drin sind. Das wirkt doch schon ganz gewaltig, merke ich gerade so ein bisschen. Wie gesagt, ich bin im Hintergrund gerade noch am Rendern. Werden wir also gleich mal warten, dass das Rendern vorbei ist. So, hallo. Sind denn hier Enderperlen? Du. Bitte. Hier sind Enderperlen drin. Noch irgendwas Interessantes? Nee. Nix sonst.
Okay, und somit haben wir den Bilder. Jetzt ist die große Frage, was machen wir? Warum frage ich das eigentlich so blöd? Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach, oder? Haben wir die Inner-Chest gebaut? Wir haben die anderen Chests gebaut, ne? Diese Dimensions-Chest, genau. Die hatten wir gebaut. Okay. Konnten die hier überregional senden? Konnten die Gates überregional senden oder konnten die nur global? Oder bin ich jetzt wirklich unsicher? Da bin ich jetzt aber wirklich richtig unsicher. Und die andere Frage ist, können wir jetzt das machen? Hier ein Geld drin, sieht er? Okay, die Frage ist nur, können regional über Dimensionen hinweg? Okay, wir gehen nochmal ins Void, also in die Mining-Welt und schauen uns dann mal ganz kurz an. Okay, wir gehen nochmal zurück, wir holen uns ein paar Fackeln. Da sieht man ja gar nichts. Torch. Achso, wait a minute. Wir packen hier mal ein bisschen weiter raus. Punkt 1 haben wir den Bilder noch gar nicht. Punkt 2 ist, haben wir wirklich Schrott mit. Okay, hallo. Wir machen uns hier mal einen kleinen. Okay, wir machen uns hier gar nichts. So, die erste Frage ist, kriegst du Strom? Okay, du kriegst Strom, das ist schon mal gut zu wissen. Müssen wir nochmal ganz kurz zurück und holen uns nochmal die Pike. Dann gucken wir, haben wir eine Dor? Dann würden wir uns nämlich ganz kurz eine Tür bauen. Oder drei. So. Nehmen die beiden Sachen hier wieder mit. Klack. Dann machen wir doch das, was ich gerade vorhatte. Was mache ich da? Das weiß wohl keiner so ganz genau. Hier eine hin, da eine hin. Dann die hier hin. So. Dann machen wir uns ein bisschen Platz hier, dass wir auch sehen, was wir da eigentlich treiben. Weil das weiß ich meistens nicht. Bekanntermaßen. Und dann schauen wir mal, ob das hier funktioniert. So, und das kommt hier. Das kommt da drauf. So. Du bist Owner Frequenz 1, bla bla bla. Public. So, wir haben hier 4000 Server. Also brauchen wir auch nicht aufpassen. Dann haben wir das. Okay, wir gucken einmal, wie es aussieht. Okay. So. Also wir müssen schon den Box holen. Ah, jetzt kommt er. Okay. Wir haben keinen Hebel mit. Sollen wir glaube ich einen Hebel herstellen? Hoffe ich doch. Nein. Weil das kein Kobbel ist, oder was? Gute Sahne. Das. Eigentlich möchte ich nur testen, ob alles funktioniert. So, das machen wir ganz kurz an.
Okay, das funktioniert. Das funktioniert schon mal. Achso, ihm geben wir, können wir hier eine Priorität einsetzen? Nee, können wir nicht. Ist aber auch egal. Müssen wir später irgendwie anders machen. Also, vielleicht benutzen wir da die Flux oder sowas. Mit den Flux kann man ja relativ gut das planen. Okay. Aber das funktioniert. In der nächsten Folge werden wir das dann mal besser einstellen und weiter einstellen. Und natürlich drüben noch eine Kiste und so weiter bauen. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.